Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Gold-Silber-Ratio fällt unter 80 und durchbricht wichtige Trendlinien. Disclaimer. Das Gold-Silber-Ratio hat diese Woche unterhalb der schwarzen Trendlinie mit 78,44 geschlossen. Sollte es unter diesen schwarzen Bärenflagge bleiben, können wir Zeuge eines steilen Rückgangs werden, wie zwischen August bis Dezember 2010. Damals stieg Silber von 17 Dollar bis 30 Dollar und das Gold-Silber-Ratio fiel auf 68 bis 64. Gleichzeitig erreichen Junior-Aktien ihren Höhepunkt nicht im April bei Silber 50 Dollar. Wenn das Gold-Silber-Ratio also in den kommenden 8 Monaten weiter Richtung 3 zusammenbricht, wäre das sehr positiv für Edelmetall- und Goldaktiensektor, insbesondere für die Silber-Penny- und Gold-Penny-Junior-Aktien, deren Kurse sich ver50- bis verhundertfachen können, zum Beispiel von 0,05 auf 2,5, wenn Silber Richtung 40 bis 50 Dollar steigt. Ja, also ich zeige Ihnen das gleich auf den längeren Chart der Gold-Silber-Ratio. Für Goldaktien besonders interessant ist vermutlich dieser Abfall, dieser Gold-Silber-Ratio. Dieser Abfall bedeutet eben, dass Silber wesentlich stärker steigt als Gold. Und das ist ja das Langfristchart der Gold-Silber-Ratio. Und wir konnten eigentlich herausfinden, dass es eben von diesem Fall von 2 auf 3 damals, von der Finanzkrise, das war die Finanzkrise, da fiel die Ratio dann schon mal, schnappte dann zurück. Was dieses Mal auch passiert ist, das also aber doppelt so lang im Grunde genommen. Dann kam es zu diesem Fall auf Punkt Nummer 3, dann eine Gegenbewegung und dann zu diesem Extrempunkt auf 30. Nun haben wir herausgefunden, dass es eben für Goldaktien im Verhältnis für Gold und Silber oder Silberaktien im Verhältnis zu Silber, dass die mehr oder weniger nur in dieser Phase stärker stiegen als Gold und Silber selbst. Nachher zu diesem Extrempunkt ist es im Grunde genommen nur noch im Tandem mit Silber mitgestiegen sozusagen. Das ist wichtig zu wissen. Also das würde jetzt eben bedeuten, analog der Verhältnisse von 2009 bis 2011 fällt jetzt diese Gold-Silber-Ratio massiv und das bringt den Hauptteil der Gold- und Silber-Rallye. Danach gibt es eine Gegenbewegung. Also wir müssten versuchen, an diesem Punkt auszusteigen, ganz ähnlich wie an diesem Punkt, obwohl tatsächlich der Fall der Gold-Silber-Rallye noch nicht vorbei ist. Aber diese Gegenbewegung könnte dann wieder negativ auf Goldaktie wirken und ist dann fraglich, ob das zum finalen Fall hier runtergeht, ob da die Gold- und Silberaktien dementsprechend profitieren. Wir müssen ja auch eben davon ausgehen, dass ein mögliches systemisches Risiko immer stärker wird. Das würde eigentlich dazu führen, dass dieser Fall, dieser Gold-Silber-Ratio, jetzt die große Gold- und Silberaktien-Rallye bringt. Vermutlich dauert das eben auch 6 bis 8 Monaten. Damals war das eigentlich ganz genauso. Silber-Gold-Projektgenerator aus Nevada. R-Export ist auch investiert. Die haben, wie gesagt, Silberprojekte im Wesentlichen und haben insgesamt schätzungsweise 100 Millionen hochgradiges Silber, hier 476 Gramm pro Tonne. Es ist noch weiteres Explorationspotenzial. Die haben sehr fähiges Management, das dementsprechend auch expandieren will. Wie gesagt, R-Export investiert eigentlich auch nur in Unternehmen, die Multibagger sind sozusagen. Nichtsdestoweniger hat das Unternehmen natürlich jetzt von der letzten Goldaktienrallye die Gewinne fast wieder abgegeben. Dennoch sind wir auf einem höheren Tief, als wir eben vor der Finanzkrise waren und sehen sich diesen enormen Anstieg an. Da ging es irgendwie fast von 10, 15 Cent auf 1,50 $. Das sind diese Multibagger, zu denen wir hinwollen.
die sich jetzt einfach mal so aus dem Stand, wenn jetzt der Markt sich wiederholt, verzehnfachen können. Und hier ist es dann natürlich der Fall, wenn dann ab den höheren Werten 1 Dollar erreicht wird, 1,50, wie es hoch war, dass es dann vielleicht wenn diese Goldaktienrallye stärker wird, dann noch höher bewertet ist. Und das sind dann die ganz großen Gewinne, die wir machen. Wie gesagt, insofern ist das natürlich eine sehr attraktive Einstiegsreihe von Charttechnik, sehr attraktive Situation einzusteigen, und es kann schnell wieder auf diese alten Höhen hochschnappen, sozusagen. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen. Das Jurisdiction ist mit Nevada auch gut, und sehr fähiges Management, gute Investoren dabei und eben auch enormes Potenzial und weiteres Explorationspotenzial. Das ist natürlich wie immer auch keine Kaufempfehlung. Ja, Gold steigt analog der 1970er von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Es war damals so, dass wir eigentlich eine Chartinformation haben, die jetzt ähnlich ist. Damals ist ja Gold, nachdem Nixon es freigegeben auf 35 Dollar, bis 1974 auf 200 Dollar gestiegen. Dann hat es auf 100 Dollar korrigiert. Und dann ist es wieder langsam angestiegen Richtung 200 Dollar wie aktuell. Und dann gab es nochmal einen signifikanten Rücksetzer. Und denke ich mal, den gibt es dann, wenn, sage ich mal, die Masse der Investoren eben nicht in den Gold- und Silbersektor investieren soll, beziehungsweise in den Goldaktiensektor. Denn der hat damals absolut unvorstellbare Gewinne gebracht. Die ging von 5 Cent zum Beispiel auf 19 Cent, 10 Cent, 36 Cent, also 1000 Dollar, konnte man nicht selten 100, 200, 300.000 machen. Und dass natürlich gewisse Insider-Leute, die Leute nicht in diese, nicht dabei haben wollen, ist ja wohl selbstverständlich. Ja, das ist eine extreme Situation, aber es sieht so aus, als diese vergleichbar ist mit heute. Nun glauben wir nicht, dass jetzt Silber einfach so von 2000 Dollar auf 8500 steigt. Da halten wir, ich denke mal, die haben Möglichkeit, das zu verhindern, zu verzerren, whoever. Aber sie müssen es etwas anpassen. Und sage ich mal, die guten Charttechniker reden jetzt alle irgendwo von 2200, 2300, 2500 bis 2900 geht das hoch, und Silber in dem Bereich 40 bis 50 Dollar. Ja, dem schließen wir uns an. Ich denke, das sollte in den nächsten 6 bis 8 Monaten über die Bühne gehen. Und das, können Sie sich vorstellen, hat eine enorme Wirkung auf die immer noch extremst unterwerteten Penny-Gold-Aktien, wo wir hoffen, dass die Masse von ihren Penny-Dollar-Bewertungen in den Dollar-Bereich geht oder mehr. Heißt übersetzt, wenn man ein paar hunderttausend Pennygold-Aktien oder gar 1 Million Pennygold-Aktien macht, was absolut machbar ist, weil es eben noch super billig ist, gerade wenn man über die Jahre eingesammelt hast, ergibt sich dann möglicherweise zumindest 1 Million. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ja, wir glauben eben, dieses zu einem noch nicht extrem moderaten Anstieg von Gold und Silber kommen, jetzt im Zusammenhang mit dieser BRICS-Goldwährung gibt es dann natürlich wieder Videos, dass dann das Gold um das Zehnfache steigt, und sowas habe ich schon gesehen, das denke ich nicht. Ich denke, da wird sich sehr gut darauf vorbereitet, auf diese Ereignisse, und auch die BRICS-Währung wollen sich ja mit den Handel mit der westlichen Welt auch nicht vollständig verderben. Aber nichtsdestoweniger muss man ein bisschen Druck aus Gold und Silber rausnehmen, und das meinen wir hier mit moderaten Anstieg. Das ist eben der Anstieg auf 2300 bis 2900 maximal und Silber 40 bis 50. Das ist im Prinzip, interessiert das von der breiten Masse immer noch keinen. Das ist gut, ist halt ein Anstieg, wie wir in der Vergangenheit auch gesehen haben. Gold ist in der Vergangenheit ja auch schon mal stärker gestiegen. Das ist ja immerhin schon mal von 250 Dollar um die 2000er Jahre bis 2000 gestiegen. Das ist jetzt noch nicht mal eine Verdopplung, was hier in Sicht steht. Also es interessiert viele absolut nicht. Nichtsdestoweniger, auf Goldaktien dürfte das einen ungeheuren Eindruck machen, dieser moderate Gold- und Silberanstieg, weil eben diese extreme Unterbewertung nicht mehr verargumentiert werden kann. Es fließt ungeheuer viel Geld rein, weil die Investoren wollen sich, sage ich mal, indirekt Unzen an Gold und Silber sichern. Auch die Produzenten, die haben im Prinzip kaum noch Nachschub. Große Goldgebiete wurden bislang nicht entdeckt. Man muss im Grunde genommen sich massiv an den Explorations- und Juniorunternehmen beteiligen, um Nachschub für die Produktion beziehungsweise für die immer steigende Nachfrage zu haben. Und das führt eben
zu dieser Anpassung bei Junior- und Explorationsgoldaktien unserer Auffassung nach. Und Sie sehen, wie Goldaktien hier reagieren können. Das ist eben von der Finanzkrise von 2 Cent stieg dieser Kupfer-, Gold-, Silber-Projekt-Generator aus Kalifornien eben von 2 Cent auf 35 Cent in wenigen Monaten. Und das erhoffen wir uns im Grunde genommen auf einer breiteren Basis und sogar eigentlich auch mit der höheren Magnitude, weil wir glauben, dass dieser Anstieg des Gold- und Silberaktienbereichs der energiereichste und stärkste wird, sozusagen. Ja, Bewertung ist immer noch extrem unterbewertet. Im Wesentlichen lässt sich in zwei Charts abdecken. Einmal hier ist das die Goldaktien-Gold-Ratio. Da sehen Sie, dass Goldaktien seit 1996 im Bärenmarkt sind und eben auch die Junior-Senior-Ratio, also die Junior-Unternehmen, wo wir hauptsächlich investiert sind, hat noch einen großen Bewertungsunterschied, aber der sich ganz, ganz schnell eben auch wie 2002, wo es eben eine der größten Goldaktienrallye zwischen 2000 und 2004 gegeben hat, ganz schnell, hier ist es auf der hier auf der linken Seite, dass sich ganz schnell in wenigen Monaten ausgleichen kann. Und das ist auch, sollte den Gold- und Silberaktien Juniorpreisen sehr, sehr gut tun. Also wir haben zumindest zwei starke Argumente, warum Goldaktien überproportional steigen sollten. Ja, wie hätte man 1970 im Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Im Grunde genommen wären Goldaktien tatsächlich schon damals auch das beste Investment gewesen. Realität ist aber, dass am Ende erst die Massen Gold gekauft haben, 1980, als es bei 850 Dollar waren, weil es sie in den Medien waren, weil Angstgefühle hochkamen und so weiter und so weiter, zum denkbar falschen Zeitpunkt. Das müssen Sie sich bewusst machen. Und deswegen gibt es teilweise auch noch diese großen Goldbestände. Gerade Krügerrands, die meisten Krügerrands kommen irgendwie aus den 70er und den 1980er Jahren. Das heißt, die mussten dann im Grunde genommen die ganzen langen 20 Jahre, bis dann Gold wieder oder 25 Jahre, bis dann Gold wieder 1000 Dollar erreicht haben, warten. Also, aber so läuft das eben leider. Wenn es in die Medien kommt, wird das eben nachgefragt. Also wir müssen was investieren, wo keiner drüber spricht. Und das ist bei Goldaktien definitiv noch der Fall. Also es wäre im Grunde am besten gewesen, vor dieser Blase, gerade sage ich mal, vielleicht mit der Freigabe des Goldpreises von Nixon, von solchen Äußerungen, einfach in diesen Sektor investieren. Im Grunde genommen ständig nachkaufen, nachinvestieren, auch Rückgänge aussitzen. Zum Beispiel eben damals war das eben der Goldrückgang von 2000 Dollar auf 200 Dollar auf 100 Dollar, immer weiter kaufen. Und dann kommt irgendwann dann doch der Primäranstieg und also das ist so, das ist das der Energiereichste und da ist eben das größte Geld zu machen und das gibt es nicht mit Vorhersage und wenn man dann sehr gut in Gold- und Silberaktien investiert ist und es kommt der Primäranstieg, dann blühen die auf sozusagen. Ich hatte Ihnen die Zahlen gesagt, es war gar nicht selten, dass sich da Aktien, Goldaktien verhundertfacht und mehr haben. So in unserem Beispiel nehmen wir hier 43 Dollar. Davon kann man ja 10, 20, 30, 40, 50, 100 verschiedene Firmen hätte man schon damals investieren können und vielleicht die ein oder andere wären 100 Bagger oder mehr geworden. Und dann hätte man einfach im Grunde genommen am Höhepunkt der Mania, wenn wirklich jeder Gold- und Silberaktien haben will, beziehungsweise Gold und Silber haben will, hätte man das verkaufen müssen, idealerweise. Und in eine andere Assetklasse geht, sprich einfach klassisches Investieren. Top-Fonds, Top-Aktien, gegebenenfalls auch Häuser und sowas. Wir haben ja jetzt hier das Beispiel mit einem Top-Fonds wie Berkshire Hathaway genommen. Und hätte man das eben seine Goldaktie 1980 verkauft, dann hätte sich diese Investitionssumme Berkshire Hathaway um den Faktor 228 wäre es gestiegen. Also auf jede 50 Dollar, die man damals in Goldaktien investiert hätten, wären einige eben auf 1 Million Dollar
gekommen. Und so könnte man das theoretisch noch weiterspinnen. Damals 1999 war es dann ideal, zum Beispiel wieder in Goldaktien zu gehen und den Goldaktienboom von 2000 zu 2004 ist. Also der Schluss ist, dass dieses Finanzsystem trifft, das ist seit 1970, seit Abschaffung des Goldstandards gibt, war es ideal gewesen, immer einen Wechsel von Goldaktien und Topaktien zu machen. Da hätte man über alle Maßen ökonomischen Erfolg gehabt. Das weiß man natürlich später. Das ist natürlich jetzt in der Situation, wo man steckt, schwierig. Und jetzt bei uns auch, und das war ja damals auch so, wissen wir nicht, ob möglicherweise systemische Risiko reinschneiden. Dafür müssen wir einfach den Tribut zahlen, falls es denn doch passiert, dass wir davon nicht komplett vernichtet werden. Aber rückwirkend wäre es gewesen bis 1970, aber eigentlich auch bis zur großen Depression immer der Wechsel Goldaktien, Topaktien. Irgendwann, und es ist quasi ein Goldaktien sind eigentlich Maximierungstool von Vermögenswerten, nennen wir das mal so. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, das ist einfach, das Goldaktien werden irgendwann steigen, irgendwann sind sie alle bei 1 Dollar oder mehr, hoffentlich. Die Gewinne müssen realisiert werden, weil wir eben auch bedroht werden. Viele Länder haben Krise mit Inflation. Es kann Verstaatlichung, Eingriffe, Extrabesteuerung aller Art geben. Auch unser eigenes Bankensystem ist durchaus wackelig. Kriegen wir unsere Gewinne noch alle raus? Wird da nicht irgendwas eingefroren? Who knows? Das wird natürlich mit einer zunehmenden Krise, und der Goldanstieg ist kein positives Zeichen für die allgemeine Entwicklung, ist ein Krisen- und Angstbarometer. Das müssen wir dann schon ernst nehmen, dass wir relativ frühzeitig rausgehen, dass wir diese Gewinne noch dementsprechend konvertieren können. Und da ist es eben anders als 1970. Da wäre ich eben vorsichtig, ab diesem Zeitpunkt dann zum Beispiel in den Standardaktienmarkt etc. zu geben, weil möglicherweise diese systemischen Schwierigkeiten, die kommen will, könnte auch dazu führen, dass der ganze Aktienmarkt vielleicht teilweise ausgesetzt wird. Also in dieser Phase der Unübersichtlichkeit, die eigentlich mit den hohen Preisen für Goldaktien sozusagen als Indikator angezeigt wird, sollte man sagen, eher seine eigene Bank sein, oder muss man abwarten, was für eine Dynamik entsteht, wie günstig zum Beispiel eben die Häuser werden, wie günstig die Firmen werden, wie günstig Top-Aktien werden, und die muss man dann selektiv wieder kaufen, wenn das denn so möglich ist. Also das muss man tatsächlich einfach abwarten, und das ist doch ein bisschen anders als in den 1970er, 1980er Jahren. Ja, also hier nochmal das Beispiel, unten das Gold, Dow Gold Ratio, da wird einfach der Dow geteilt durch den aktuellen Goldpreis, und Sie sehen, das ist eine totale Bewegung drin sozusagen. Und 1980 gab es halt so einen ökonomischen Tiefpunkt. Jetzt muss man zum Beispiel für einen Dow, also was, ich weiß jetzt nicht, was er wert ist, ist er 15, 16, 20, keine Ahnung, 20.000 wert, muss man eben ungefähr 13 bis 14 Unzen Gold hinlegen, um einzukaufen. Und 1980 braucht es eben nur eine einzige Unze. Und hier zum Beispiel 1999, wir hatten eben von 1980 bis 1999 einen Börsenrallye, die Aktien, musste man sogar 44 Unzen hinlegen. Deswegen war es auch 1980 so günstig, für eine Unze einen Dow zu kaufen. Also das heißt, das wäre eben ideal. Und das planen wir ja sozusagen auch. Also wenn Goldpreis einen Höhepreis erreicht haben, kaufen wir Dow oder Dow-ähnliche Aktien oder Dynamiken, die dann entstehen. Und mit der, sage ich mal, Beendigung des Inflationszeitalters, das mit vielleicht mit Währungsreform sonst was kommt, dann gibt es ja keinen Treibstoff mehr für Gold- und Silberaktien, weil es nichts mehr gibt, was sie antreiben kann. Dann implodieren mehr oder weniger die Gold- und Silberpreise, aber die Wirtschaft beginnt sich zu wiederholen. Und je billiger wir das kriegen, Top-Wert, die selbstverständlich nicht pleite gehen, desto attraktiver ist das denn für uns. Und damals war es eben so, konnte man für eine Unze 1980 den Dow kaufen und wiederum den Dow 1990
1999 konnte man für 44 Unzen wieder verkaufen. Also das sind eigentlich, ist es eigentlich sehr, sehr einfach und unübersichtlich und übersichtlich, und es sind nur wenige Transaktionen möglich, die einen dauerhaften Wohlstand im Grunde genommen geben. Ja, hier hat Mike Maloney nochmal ausgerechnet, 1980 konnte man eben für 500 Silberunzen ein Haus bekommen. Das waren 500 mal 50, sind 25.000. Das sind 25.000 Dollar von 1980. Dürfte auch so hinkommen. Natürlich kriegt man heute für 25.000 kein Haus mehr. Vielleicht ein Standardhaus noch für, in den USA irgendwo für 250 bis 300.000. Das ist dasselbe Äquivalent. Und die Chartisten und viele Leute glauben, dass diese Eruption gegenüber, also diese Implosion der digitalen Vermögenswerte oder Aktien gegenüber Gold wird noch heftiger. Das würde dann bedeuten, nach diesem Fall, den wir da eingezeichnet haben, dass man vielleicht für circa 300 Unzen ein Standardhaus kriegt. Was, wie gesagt, heute 250.000, 300.000Dollar für bezahlt werden. Ja, Fazit. Wir müssen im Grunde genommen die Ereignisse richtig spielen, sie multiplizieren, also im Grunde genommen jetzt versuchen zu profitieren von der Inflationsdynamik, die sich vermutlich dann jetzt in dieser Gold- und Silberaktien-Eruption im Wesentlichen abspielen wird. Dann, wenn dieser Exzess vorbei ist, müssen wir rekonvertieren und müssen eigentlich wie gehabt, standardmäßig investieren, also traditionell. Oder in die Dynamik, die dann noch immer ist. Das kann auch etwas anders sein. Aber es wird sicherlich nach dem ökonomischen Tiefpunkt, der früher oder später kommt, der vermutlich mit Währungsschnitten, Währungsreformen beweist, wird es sicherlich auch wieder eine Dynamik entwickeln. So wie sich auch wieder eine Dynamik zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Derjenige, der Gold und Silber rübergerettet hat zum Beispiel und dann in die Aktienmärkte gewesen, hätte absolut überproportional profitiert. Und genau das, was Ähnliches planen wir ja auch. Das heißt, denn umgerechnet, jede 200 Dollar, da könnte man theoretisch eine verschiedene Goldaktie oder Silberaktie kaufen, könnte sich im Rahmen dieses Anstieges von Gold auf 2300, könnte das sich ver25-fachen. Dadurch haben wir mehr Geld, wovon wir zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen können, die dann noch relativ billig sind. Eben 2.400 Dollar, Silber vielleicht 40, wir werden das sehen. In dem Bewusstsein, dass dieses Gold und Silber immer noch um das Vierfache Kaufkraft steigern dürfen, weil wir wissen, dass die langfristigen Ziele 8.000 Dollar für Gold sind und 300 Dollar für Silber, was wiederum gleichzeitig nur ein sehr kurzer Zustand sein wird, aber er wird eintreten. 1980 waren das auch nur 1 oder 2 Monate, wo diese Extremwerte angehielten. So viel anders wird es diesmal vielleicht auch nicht sein. Und dann müssen wir natürlich reinvestieren in zum Beispiel Standardaktien, Topfonds, Firmen, Häuser, whatever, die dann so wie beschrieben so billig sind. Und das ergibt dann für jede 200 Dollar, die wir jetzt in Goldaktien und dann analog dieser Ereignisse investiert, geht dann langfristig, und das heißt vielleicht auf eine Sicht von 15 Jahren, 1 Million Dollar heutige Kaufkraft, und das ist absolut signifikant. Jedenfalls ist es eine Anlehnung aus den Verhältnissen in den 1970er Jahren, im Wesentlichen ergänzt mit einer zusätzlichen Sicherheitsstufe von Gold und Silber. Weil es kann ja wirklich passieren, dass die Banken derartige Probleme haben, dass da kaum was offen gehalten werden, dass kaum funktioniert. Natürlich werden dann die Assets, sofern sie bewertet sind, noch so billiger als 1980. Aber dann im Bankensystem zu sein, ist möglicherweise schwierig. Aber sobald sich da Chancen, Handlungsmöglichkeiten wieder ergeben, sind wir eben liquide. Wir haben das ewige Geld, Gold und Silber, und können dementsprechend günstig dann einkaufen, in dem Bewusstsein, dass sich wieder eine wirtschaftliche Dynamik entwickeln wird. Ja, Tausend Bäcker Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren, den Potenzialfaktor zu errechnen, soweit es möglich
möglich ist. Eine Exit-Strategie ist auch dabei. Sie finden, wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie den unten im Anhang im YouTube-Video. Einlage von Gold und Silber, das ist einfach ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt. Einüberweisung, auch keine Mindestüberweisungssummen. Schon ist das Gold und Silber dann in Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir der Inhalt soweit gefallen hast. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem YouTuber-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also noch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.